Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time Randomizer. Beim letzten Mal haben wir einen neuen Triforce Hunt Seed gestartet, haben erst ein einziges Triforce Teil gefunden, haben dafür allerdings schon einige gute Items gefunden und haben unseren ersten Dungeon schon abgeschlossen. Also würde ich einfach mal behaupten, so übel war es gar nicht, so insgesamt. Und jetzt wollen wir erstmal hier über die verlorenen Wälder und die Goronen nachher. Ganon's Castle hat ein Deko-Schild. Das ist ein total hilfreicher Hinweis, sagt er und hat es nicht ernst gemeint. Also über hier und über die Goronen wollen wir einen kleinen Abstecher machen, um dann erwachsen zu werden. Oh, jetzt haben wir unseren Zahnstocher gefunden. Das sind gute Neuigkeiten. Zahnstocher. Aha. Jetzt können wir uns doch endlich wehren. Jetzt muss ich nicht weiterhin blöd in der Gegend rumglitschen, damit wir unsere Dekostäbe alle brav behalten. Sonst kann ich einfach die Stärke der Dekostäbe in meinem Schwert benutzen. Logik. Okay, ich hätte fast den Dekohändler hier unten vergessen. Und den Hinweisstein, den es hier unten gibt. Zwei sehr wichtige Dinge, die man nicht einfach so vergessen sollte. Danke, dass du davon getroffen wurdest. Spirit Temple hat ein Piece of Triforce. Okay. Spirit Temple also wichtig. Und du gibst mir mein 11. Skulltula Token. Nummer 11. Okay, das und das. Ja, benutze ausnahmsweise mal den Tracker für die Gossip Stones. Ich weiß, es ist absoluter Wahnsinn, sowas zu tun. Aber ab und an kann man ja auch mal das Wahnsinnige tun. So, jetzt haben wir noch die Grotte direkt direkt außerhalb der Sacred Forest Meadow und dann war es das hier auch. Da wir ja gehört haben von einem Hinweisstein, dass die Sacred Forest Meadow selber leer ist. Also es da keine Items gibt, die uns im Seed weiterbringen, brauchen wir da die Wolfos Grotte zum Beispiel gar nicht erst zu machen. Wir brauchen auch gar nicht erst Saria zu besuchen, sobald wir das können. Von daher haken wir die ganzen Sachen direkt schon mal ab. Das Einzige, was da halt von Wert sein könnte, gegebenenfalls sind die Hinweissteine an sich und die Hinweise, die sie einem geben. Oh, der hier war zum Beispiel auch hilfreich, denn der hat uns ein weiteres Triforce-Teil verkauft. Oh, damit sind wir jetzt schon bei doppelt so vielen, wie wir angefangen haben. Also, würde ich mal behaupten, hat sich der Kauf gelohnt. Oh ja, jetzt machen wir uns über die Goronen auf kleinem Umweg zurück zur zurück nach Hyrule auf. Und dann werden wir als Erwachsener dann weiter erkunden. So, zack. Na, wir haben nämlich immer noch ein paar Sachen, die wir quasi nur als Kind machen können. Auch hier. Also wahrscheinlich den rollenden Goron hier, den wir nur als Kind holen können. Wir haben ja eine Skulptur hier oben, die wir nur als Kind holen können. Und da wir ja wissen, dass wir 20 Skulpturen für einen Triforce-Teil brauchen, ist das eins der einfacheren, die man sich holen kann. Na, da können wir auch mal ordentlich an Skulpturen sparen, sammeln. Denn na, das ist von den 20 Triforce-Teilen, die wir brauchen, ist das, glaube ich, eins der leichteren zu kriegen. Von insgesamt 30 im Seed. Oh, ich mag es einfach, in die Explosionen reinzurollen und keinen Schaden zu nehmen. So, was haben wir hier? Die Karte für den Deko-Tree. Okay. Und hier haben wir... Wow, es ist fast so,
als hätte sich bis jetzt einiges, was wir als Kind so gemacht haben, gelohnt. Spinning Goron Pottery is a Recovery Heart. Das ist ein sehr schöner Hinweis mitten in Goron City. Mir ist jetzt gerade, nachdem ich den Deku-Stab dafür verbraucht habe, wieder eingefallen, ich habe ein Schwert. Ich sollte an solche Dinge denken, jetzt wo ich eins habe. Okay, dann haben wir auf jeden Fall unser 12 Skulptur-Tauken geholt. So, dann können wir jetzt noch den großen Goron aufhalten, der hier so fröhlich durch die Gegend rollt. Da vorne kommt er auch. Und dann... ich glaube, die beiden Sachen, die wir oben holen können, können wir besser als Erwachsene holen. Na, oben Death Mountain Crater. Weil wir da zumindest die Möglichkeit haben, mit... upsala, da wollte ich nicht runterrollen. Da wir da zumindest die Möglichkeit haben, da die, die Goron-Rüstung kurz zu haben. Ich meine, die sind leer, ne? Ja, sind sie. Weil ich sie gerade eben schon geöffnet habe. Das heißt, den sich drehenden Goronen hier haben wir auch aufgehalten. Also jedenfalls so langsam die Bomben aus, ist so eine Sache, die wir im Auge behalten sollten. Haben nicht mehr die Möglichkeit, so viele Dinge mal eben in die Luft zu sprengen. Aber hierfür reicht es auf jeden Fall noch. Denn hier haben wir ein weiteres Seaforce-Teil. Zack, sehr gut. So, wir könnten theoretisch, aber könnten wir nicht, ne? Ne, könnten wir nicht. Wir könnten Dodongos Cavern nicht als Young Link abschließen. Ich hatte gerade überlegt, können wir das? Aber nein, wir haben keine Möglichkeit, durch die hintere Ecke durchzukommen. Weil uns da entschieden ein Projektil für fehlt. Oh, okay, hier liegt noch ein weiteres Seaforce-Teil rum. Plötzlich finden wir ja mal ein paar. Was haben wir? 420. Na, 4 out of 20, besser gesagt. Aber hey. Sind wir schon mal ein Fünftel durch. 20%. Bin fast da. Hast du die Tag-Tats als Kind? Danke fürs Sterben. Ach, du auch noch, bitte. So. Ach, danke. Das hat geholfen. So, dann holen wir uns auch noch die Skulptula. Weil ich Skulpturas brauche. Das ist dann Nummer 13. Außerdem haben wir das Ding da gerade eben geholt. Haben wir oben noch irgendwo Gossip Stones? Ja, den haben wir. Mit dem haben wir gesprochen. Mit dem haben wir nicht gesprochen. Mit dem haben wir auch nicht gesprochen. Okay. Will ich gerade. Ja, der eine ist bei dem anderen Big Goron, bei dem komischen Medigoron, da ist noch einer drin. Aber dafür hätten wir ein paar viele. Entweder ganz viele Bomben nehmen müssen, um das Ding in die Luft zu jagen, oder wir hätten, die Donnerblumen da die ganze Zeit hätten hinschleppen müssen. Das ist, ist auch nicht so spannend, dass ich das unbedingt machen möchte. Und dann können wir uns jetzt mal unsere erste Belohnung von den Damen und Herren Skulltulas hier abholen. So. Hi. Du gibst mir Bombschuhe. Okay, das heißt, wir haben wieder ein paar Explosives dabei. Bombjuice. Außerdem haben wir damit dann die 10 Skulptur-Belohnung abgeschlossen. Und damit ist jetzt auch das Bombjuice-Bowling offen. Da Bombjuice ja in Logik sind, sind sie jetzt erst, ist das jetzt erst jetzt verfügbar. Das heißt, das können wir auch als nächstes machen. Wie gesagt, es ist fast so, als hätte sich das gelohnt, als Kind nochmal so ein paar Ecken zu erkunden. Ich kriege schon fast Lust, extra noch auf den Sora River zu laufen, um da noch Checks zu holen als Kind. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch.
Denn wir haben da zum Beispiel den Check mit dem Bohnenhändler, bei dem jetzt die 60 Rubine abzugeben. Weil ich die Bohnen ja geschaffelt habe. Und das können wir als Erwachsener zum Beispiel gar nicht machen. Weil der Bohnenhändler nicht da ist als Erwachsener. Und von daher... gehen wir da nochmal ein bisschen erkunden. Kann ich hier noch ein paar Bomben einsammeln, sehr gut. Wie war das nicht nah genug an den Steinen dran? Manchmal hasse ich die Bombenreichweite. So, Nummer 14. Dann gehen wir jetzt zu dem Bodenhändler. Gehen wir bei dem erstmal einkaufen. Hey, Kollege, wie geht's? A Mysterious Item für 60 Rubine. Es ist der Sunsong. Sunsong. Okay, Bohnenhändler abgekauft. Ja, gefällt mir tatsächlich der Sunsong. Die Hymne der Sonne einfach mal abzukaufen von irgendwem. Na, außerdem haben wir unsere 14. Skulptula gesammelt. Na, was haben wir da oben? Noch ein Song. Okay. Ist das ein Requiem? Weil das Ding auch nochmal so gelb ist, ne? Oder ist das Epona Song? Weil Epona Song ist mehr orange, oder? Weil das auch relativ orange ist. So, was ist es denn jetzt? Requiem of Spirit. Okay. War doch Requiem. War mein erstes geratenes. Ja, doch, richtig. Requiem. So. Oh, das Orangen ist mal wieder nur, dass wir theoretisch irgendwo nachlesen können, was das Singen mit den Fröschen ist. Ich hasse es, dass das Ding immer dann als Orange auf dem Tracker erscheint. Ich denke immer, da kann man gerade dann irgendwas tun, aber es ist wirklich nur, du könntest theoretisch irgendwo einen Hinweis hierfür finden. Finde doch mal einen, wenn du Glück hast. So unter dem Motto. Oh, okay. Das ist fast so, als wäre es total sinnvoll gewesen, als Kind noch jede Menge Checks zu machen. So, dieser Hinweisstein. Ganon's Castle is on the path of gold. Moment, wo haben wir die Silberschuppe? Da. Jetzt kommen wir nämlich auch noch zu den Zoras innen rein. Ist ja der Wahnsinn. Was wir nicht alles finden. So, leider bräuchte ich nochmal das Huhn, um da oben an den Hinweisstein ranzukommen. Ich denke mal, wir kommen auch, wenn wir als Erwachsene nochmal hierhin zurückkommen, um die eine Grotte da oben zu holen, weil es als Erwachsene eh einfacher ist als Kind. Und da bräuchte ich das Kind halt auch nochmal das Huhn für. Von daher nehmen wir jetzt einfach hier noch unsere Rubine mit und verziehen uns dann. Hm, wobei es wird gerade Nacht, das heißt, wir müssen jetzt draußen sowieso warten, bis wieder Tag wird, damit wir nach Hyrule reinkommen. Also. Huhn, komm mal her. Ich habe gerade buchstäblich nichts Besseres zu tun, weil ich sonst eh warten müsste. Also kannst du mal mitkommen. Dann können wir auch mal den Gossip Stone abhaken. Uns darauf bereit, uns darauf vorbereiten, nicht darauf bereit machen, aber auch das, die nächsten beiden Hinweissteine abzuhaken. Ganz viele hilfreiche Hinweissteine hier. So. Zack. Und dann lassen wir das Huhn da los. So, dann holen wir uns jetzt erstmal den Check in der Grotte. Nur für den Fall, dass wir auf dem Weg zum Hinweisstein von der komischen Planke runterfallen. Dann müssen wir nämlich für das Item nicht nochmal hier hochklettern. So, dieser Hinweisstein hier sagt uns, Fire Temple hat einen Small Key. Okay.
Hier haben wir übrigens auch einen Smoky für GTG, die Gerudo Training Grounds. Mhm. Sehr fein. Ja, jetzt wollen wir noch zu dem Hinweisstein hier rüber. Wäre fast runtergefallen. Zoras Domain is on the path of gold. Okay. So, Gossip Stones. Haben wir mit den beiden Gossip Stones auch geredet. So, wir kommen jetzt zu Zoras Domain Ryan. Ryan, weil wir jetzt die Silberschuppen haben. Es ist schon fast verlockend, nochmal komplett runter zu den Zoras zu gehen. Also zum Hyliasee runter zu gehen und dann zu den Zoras rüber zu tauchen. Allein weil da offensichtlich ein benötigtes Item oder ein Triforce ist. Und wir auch gesehen haben, dass unten im Wasser ein Schlüssel ist. Okay, also auf in die Südroute. Ich habe das Gefühl, ich werde in dieser Folge nicht mehr erwachsen werden, weil wir immer mehr Dinge finden, die wir als Kind noch tun können. Und das ist komplett random. Ach, das kann ich noch tun. Und dieses könnte ich eigentlich noch mal eben erledigen. Und jetzt habe ich das Item noch gefunden. Na, wir müssen noch Bombschuh bowlen und was wir die alles noch machen können und müssen und sollten. Und dabei haben wir trotzdem, glaube ich, erst ein einziges Herzteil und einen Herzcontainer gefunden, was so unsere HP angeht. Aber halt sehr viele nützliche Items. Und deshalb will ich mich gar nicht erst beschweren. Na, mit Longshot und Bogen und Bomben würde ich mal behaupten, haben wir schon vieles Nützliches gefunden. Oh, was sagst du mir? Ravaged Village mourns with the fire arrows. Das heißt, hier Kakarikos Song ist die Fire Arrows. Okay, danke Gossip Stone für diesen Hinweis. Dann können wir hier unten noch das Item abhaken, denn das werden wir jetzt holen. Und das Item ist ein weiteres Triforce-Teil. Yay. Wie gesagt, immerhin finden wir die so langsam mal. Das tut ja auch Zeit. In der ersten Folge so wenig davon gefunden. So, ich könnte mal noch ein paar Bomben gebrauchen. Vielleicht finden wir hier in dem Gras noch ein paar davon. Ja, finden wir sogar. So ist das schön. Oh, sogar noch welche. Und noch welche. Okay, jetzt übertreibst du das Spiel. So viele wollte ich dann auch wieder nicht haben. Ich beschwere mich nicht. Dass man so nett bis mir tatsächlich Bomben gibt, wenn ich welche suche. Ja, ist trotzdem übertrieben. Na, dann haben wir hier den Deko-Händler noch, indem wir mal eben ein ganz tolles Item für 10 Rubine abkaufen können. So. Und dafür kriegen wir ein Herzteil. Obwohl ich mich gerade noch darüber beschwert habe, dass wir bis jetzt so wenig Herzteile gefunden haben, kriegen wir direkt mal eins. Wobei die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch war, denn Herzteile gibt es viele. Ah, nicht ganz so viele wie in anderen Zelda-Spielen, aber immer noch genug. So. Dann sind wir jetzt fast bei den Zoras angekommen. Aber eben auch nur fast. Man sieht schon, wie, so wie wir nachher durch die Oberwelt laufen, wir wieder mitten in der Nacht am Hyrule-Schloss ankommen. Und ich einfach immer genau so die Zeit habe, dass ich ins blöde Hyrule-Schloss nicht reinkomme. Da würde ich ja ganz gerne nochmal, bevor wir erwachsen werden, mal eben noch auf die 200 Rubine hochfarmen. Weil wir auf jeden Fall in den Goron-Shop rein können. Und ich dann da direkt eine rote Rüstung kaufen könnte für 200 Rubine. Okay, das ist ein Spirit Temple Schlüssel. Okay. Die Underwater Bottle. So. Zack, hier rein. Wobei wir natürlich in
in der Goronstadt selber als Erwachsener gut genug Rubine farmen können, da ist ja der eine Pot, wo jedes Mal 20 drin sind. Also da mal eben auf 200 zu kommen, ist ja tatsächlich nicht das Problem. Aber irgendwie ist es schon komisch, da ich mich so daran gewöhnt hatte, jetzt in den Seeds nicht mehr in die ganzen Shops reinzugehen, um zu gucken, was da reingerandomized wurde. So ungewöhnlich. Ich hätte mich da tatsächlich irgendwie dran gewöhnt, erst zu schauen, was ist denn in dem Shop drin. Was haben wir denn heute Schönes im Zora-Shop? So unter dem Motto. So, also jetzt erstmal wieder hier die ganzen Fackeln anzünden. Das Übliche, was wir hier so als erstes machen. Und zack. Bleibt noch zwei. Und da und da. Wunderbar. So, und hier finden wir dann unser sechstes Triforce-Teil. Nice. 6 von 20. Ich bin auch überrascht, dass wir noch nicht eine einzige Eisfalle gefunden haben. Ich weiß, ich habe sie jetzt beschrien und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in die erste davon reinlaufen, aber wir haben es jetzt noch nicht viele gefunden. Dann können wir jetzt mit dem Gossip Stone hier oben reden. Gibt aktuell nicht mehr so viele Gossip Stones, an die wir tatsächlich theoretisch rankommen. 30 goldene Skulltulas haben ein goldenes Skulltula-Token. Ja, dann können wir 30 hier schon mal ignorieren. Wir wissen, dass 20 Triforce-Pieces, weshalb wir auch aktuell noch brav weiter nach welchen suchen. Nach weiteren Skulltulas. Und wir wissen, dass 40, glaube ich, ein Herzteil war. Das war auf jeden Fall irgendein Junk-Item, das wir nicht brauchen. Uns fehlt leider immer noch ein 50er-Hinweis. Dann könnte ich nämlich komplett aufhören zu sammeln. Wenn wir wüssten, dass auf 50 auch nichts Sinnvolles liegt. Ach, der Dreier, der schon sehr gute Tauchmanöver, drei Rubine auf einmal zu kriegen. Aber dafür müssen sie auch mal so nah nebeneinander fallen, sind sie ja meistens nicht. So, das ist zum Beispiel die große Frage. Tauchen wir jetzt wieder zurück zum Hyliasee und lassen uns von der Eule zu Schloss Uhul rüberschleppen? Oder gehen wir durch die Vordertür raus und gehen nochmal den Zora-Fluss runter? Das ist jetzt die große Frage, ne? Okay, hier haben wir einen Feuertempel-Schlüssel. Feuertempel-Key. Okay, die Dekunus war so nicht geplant. War aber auch schön. Ich glaube, wir lassen es einfach wirklich rüber tragen. Es hat ja, glaube ich, gerade zur Nacht geläutet. Das heißt, bis wir jetzt zur Eule hingerannt sind und wir dann vor Hyrule abgesetzt werden, ist wahrscheinlich schon fast wieder morgen. Dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen, aber nicht mehr so lange. Dann haben wir auch das Diving-Minigame gemacht. Schauen wir mal, Gossip Stones. Hier haben wir als Kind jetzt noch welche. Hinten in Schloss Hyrule. Und haben dann sonst eigentlich nur noch welche auf dem Todesberg, die wir auch genauso gut als Erwachsene demnächst holen können. So, dann schlepp mich mal. So. Wie spät haben wir das? Jetzt ist ja schon wieder fast morgen. Schon nach Mitternacht. Hat sich doch gelohnt. Dann können wir mal eben jetzt gleich noch die Rubine wieder komplett auffüllen, die uns aktuell fehlen. Bevor wir erwachsen werden. Weil es hier doch, glaube ich, immer noch schneller geht. So, Zugbrücke kommen runter. Dankeschön. Ach, vor allem müssen wir jetzt auch noch Bombchu-Bowlen gehen, was auch nochmal einiges an Rubinen wahrscheinlich wegnehmen wird. Weil wir zweimal 30 zahlen müssen.
erstmal überhaupt zu spielen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein paar von den Rubinen wieder zurück durch irgendwelche Preise. Ja, aber ansonsten haben wir die Welt, glaube ich, als Kind ganz gut abgeräumt jetzt erstmal. Nicht mehr so viel, was wir tun können. Sobald wir denn dann jetzt hier das Bombshell Bowling hinter uns haben. Oh, hallo, junge Dame. Ich würde gerne spielen. So, was kann ich hier als erstes gewinnen? Herzteil. Okay. Block. Na, schauen wir mal, wo ist das Dingen? So, ich werde jetzt hier nicht extra das Setup für machen. Na, ich werde es einfach laufen lassen, das ist nur ein Herzteil. Wow. Ohne Setup, ohne alles hat es wunderbar funktioniert. Ich glaube, ich habe noch nie so gut einfach random gebombt in meinem Leben. Ja, ich möchte gerne nochmal spielen und dafür bekomme ich eine Karte. Cool. Oder eben auch nicht. Okay, bin ich tatsächlich sogar glücklich, dass ich dann das nützlichere von den beiden Items noch gewonnen habe. Durch einfach random bisschen B drücken. Ohne irgendein Setup, ohne das irgendwie geübt zu haben. Gefällt mir. So, jetzt ist die eine letzte große Frage. Noch, kaufe ich mir mal eben ein Hylia-Schild? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, eigentlich bin ich ja auch im Team Never Buy a Shield. Aber manchmal muss man seine Prinzipien auch mal ausschalten. Denn wir haben aktuell noch kein Schild als Erwachsener. Da kaufe ich jetzt tatsächlich mal einen. Und dann werden wir mal das Masterschwert ziehen. So. Etwa 20 Minuten später, als ich ursprünglich gedacht hatte, als ich diese Folge begonnen habe. Oh, gib mir mal ein Hyrulean Shield. Dankeschön. So. Und dann ziehen wir doch mal ein Masterschwert und werden mal erwachsen. Fang mal an, hier ein paar Dinge zu tun. Wir können zum Beispiel direkt mal in die Wüste gehen. Theoretisch. Und da mal ein paar Sachen holen. Ja, aber ich glaube, wir werden erstmal nach Kakariko und zum Todesberg gehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine Ocarina. Das wäre schon mal ein Start. Ja, ist auch ein sehr schöner Song für diese Szene. Sehr akkurat. Wir haben erfolgreich alle Leute gedoomt. Sie ist lang mit einer schönen pinken Rüstung. Hätte gerne meine Pfeile da drauf. Können wir mal schauen. Oh, das ist aber ein schönes Grün. Nicht wahr? Und hier haben wir den Big Quiver. Ah ja, klar, wir haben die das Minuet direkt mal gecheckt. Selbstverständlich. Ja, quasi ganz vergessen, dass wir ja mit dem Waldmedaillon gestartet haben, deshalb hier direkt einen Check bekommen. Habe ich es aber ordentlich hingekriegt, da schnell genug Start zu mashen, um in mein Inventar zu kommen. So, dann können wir jetzt erstmal hier vorne das Cthulhu mitnehmen. Die Dinger sollten wir nicht vergessen, wir brauchen immerhin noch ein paar, um auf unsere 20 zu kommen. Ich vergesse das nämlich manchmal einfach, dass ich ja irgendwie noch an Skutulas denken muss. So, ups. Die Dinge existieren ja. Unter dem Motto. So, nur 15. Fehlen noch 5. Damit wir bei den 20 und damit bei unserer nächsten großen Belohnung sind. Was, wie wir wissen, ein Triforce-Teil sein wird. Also ganz wichtig. Und dann
Und weiter hier an allem und jedem vorbei geht es auf nach Kakariko. Zuallererst mal. Noch habe ich keinen Big Paw dabei. Ich habe zwar theoretisch eine Flasche, wo ich einen Big Paw reinpacken könnte. Ich habe noch keine Möglichkeit, legit einen Big Paw zu bekommen. Es ist gerade Nacht geworden, das heißt, jetzt können wir erstmal Anju nicht am Tag besprechen und wir können die Shooting Gallery nicht machen und wir können nicht in die Shops. Aber wenn ich den einen Hinweis richtig verstanden habe, ist die Shooting Gallery für den Bogen hier sowieso nur 5 Rubine, weshalb wir die dann sowieso nicht machen müssen. Und ich meine, Anju könnte immer noch was haben. Wir können auf jeden Fall erstmal schauen, was wir denn hier im Haus verpasst haben, nachdem wir den Check einmal nicht hinbekommen haben. Lang, würdest du bitte da hochklettern? Danke. So, hier haben wir verpasst ein Herzteil. Also nichts wirklich Wichtiges. Da bin ich ja beruhigt. Wenn das jetzt hier Rutos Brief gewesen wäre, wäre ich ein bisschen ausgeflippt. Und das Ding hätte ich als Kind haben können. Dann hab's mir nicht geholt. Muss ich jetzt extra nochmal als Kind zurücklatschen. Das wäre wirklich etwas ärgerlich gewesen, aber so haben wir wenigstens nichts verpasst. Ah, das sind wir 16. Wie gesagt, wir sollten die Zeile nicht vergessen. Na, nochmal 16. Dann können wir jetzt erstmal zu Dampay gehen. Und außerdem hier hinten auf den Grabstein klettern. Und uns da oben hochschießen. Okay, muss es doch von dem Grabstein hier ausgehen? War das der hier? Okay, es geht mit dem Longshot auf jeden Fall von diesem hier. Wunderbar. Zack. Oh, ein Herzcontainer. Oh, nehme ich auch. Damit kann ich leben. Keine so schlechte Belohnung. So. Dann ist jetzt Zeit für Dampay. So. Ich habe selbstverständlich wieder eingestellt, dass wir das zweite Dampay Race skippen. Dass wir nur eins davon machen müssen. Denn wer will schon wirklich gerne zwei Rennen gegen Dampay machen? Dampay, bitte. Leg das Feuer doch nicht so, dass ich nicht um die Kurven rumkomme. Und der hatte heute aber auch mit den Dingern, die in fiese Positionen zu legen. Herr Dampay. Autsch. Der Bonk war unnötig. Gut, die meisten Bonks sind unnötig, aber der war wirklich von der Note besonders unnötig. So, leg mir die Flamme bitte jetzt nicht mit in den Weg. Dankeschön. Na, das wird noch relativ eng. Dank Bonks und der Tatsache, dass ich einmal ein bisschen warten muss, bis das Feuer aus meinem Weg war. Aber trotzdem noch geschafft in der Zeit. Gut. Das ist eine Karte für den Spirit Temple. Okay. Nichts Schönes. Und hier haben wir unsere 17. goldene Skulptur. Yay. Okay, das war jetzt nicht so nützlich. Insgesamt. Also können wir jetzt zur Windmühle gehen und uns das Item da drin anschauen. Und wenn es was Nützliches ist, auch direkt holen. Und dann geht's rauf zum Todesberg. Müssen wir nur daran denken, dass wir hier unten noch Anju und die Bogenschussgalerie haben. Wie gesagt, die Bogenschussgalerie sollten sowieso nur 5 Rubine sein. Aber Anju könnte halt theoretisch noch was haben, was uns interessieren könnte. Okay, da haben wir die Eispfeile drauf. Die brauche ich nicht wirklich. Aber ich will sie trotzdem haben. Das ist so dieses...
will sie einfach haben, nur damit mein Inventar voller ist. Auch wenn es Zeit kostet. Wir sind nicht in einem Race. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass es eine Eisfalle ist, ne? You fool! Zack. Vor allem, da wir ja schon wissen, dass die Feuerpfeile schwer zu erreichen sein werden, da wir dafür erstmal noch das Feuer und das Wasser mittlerweile besorgen müssen. Dann kann man ja zumindest die Pfeile mitnehmen, ne? Außerdem fällt mir erst jetzt mal brennend ein, dass ich vielleicht, nachdem ich erwachsen geworden bin, mal hätte nachschauen sollen, wo eigentlich die anderen Medaillons drin sind. Damit ich weiß, welchen Dungeon ich abschließen muss, um in Gernes Schloss reinzukommen. Das wäre keine so schlechte Idee gewesen. Ich meine, der nächste Dungeon, den wir machen, egal ob da ein Medaillon drin ist oder nicht, ist sowieso hier der Dongos Cavern, wo wir jetzt reingehen werden. Ja, wir können den kompletten Dungeon abschließen. Als Erwachsener. Mit sämtlichen Checks hier drin. Also warum sollten wir nicht hier reingehen? So. Also wird das jetzt so unsere übliche Art und Weise, durch diesen Dungeon durchzurennen. So, erstmal Gossip Stone. Bottom of the Well hat ein Dekoschild. Hat außerdem einen kleinen Schlüssel, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ganz viele tolle Sachen da drin. Können dann schon mal den Gossip Stone abhaken. So, da wollte ich gar nicht lang. Upsala. Denn wir haben hier hinten ja noch die... Obwohl, ne, da hinten ist nur der... Aha. Da hinten ist nur der komische... Deko-Händler drin und die sind nicht randomized in diesem Seed. Das heißt, ich muss nicht als Erwachsener extra da hinten in die absoluten hintersten Ecken reinrennen, wo ich nicht wieder rauskomme, ohne zu resetten oder den Dungeon rückwärts zu rennen. Wie praktisch, das mal nicht tun zu müssen. So, die sind in ein paar zu viele Herzen vielleicht explodiert. So. Sind die schon mal gestorben? Also ist nur 20 Rubine. Okay. Hätte ja was Sinnvolles sein können. Theoretisch. Hier weiß man ja immer erst, nachdem man es getötet und eingesammelt hat. So. Zack, zack. Schon mal alles abhaken. Und das ist ein Triforce-Teil. Nummer 7. Sehr schön. Puh, den bin ich auch erfolgreich ausgewichen. So, dann wollen wir jetzt einmal auf die andere Seite rüber. Das hat sogar funktioniert. Positiv überrascht. So, auch hier brauche ich nicht extra zu dem anderen Typen rüber, weil das nur ein Deko-Händler ist. Sehr schön. Das ist ein Wassertempelschlüssel. Damit fehlt jetzt nur noch Ganon's Castle, damit wir für alle Dungeons mal Schlüssel gefunden haben. Ich zähle Bottom of the Well nicht. Ist für mich kein Dungeon. Ist ein Mini-Dungeon. Ich zähle Ganon's Schloss als Dungeon, weil man da tatsächlich eine greifbare Belohnung für bekommt. Das Ende des Spiels. Nur für Bottom of the Well kriegt man nicht so richtig eine greifbare Belohnung, bekommt man ein Item für. Das ist halt eher wie ein Miniboss zu besiegen, als wie einen Dungeon abzuschließen. So, du stirbst. Wir bekommen dafür Rutus Letter. Den hätten wir natürlich auch als Kind schon holen können. Hm. Hm. Weil bis hierhin wären wir als Kind auch reingekommen. Glaube ich. Oder? Nee, wir hätten das Schloss nicht aufgekriegt, ne? Oder doch? Wir haben ja keinen... keine Schusswaffen für Young Link.
Ich bin jetzt gerade tatsächlich nicht sicher. Aber schauen wir mal, was das Ding da hinten hat. Bevor wir uns so positionieren, dass wir es reinsammeln können. Das sind nur 200 Rubine. Die brauche ich nicht. Ist schon okay. Ich kann auch ohne leben. Ja, aber das Skulptur ist auch nehmen wir. So, zack, zack. Ja, dann. Dieser schöne Raum. Ich glaube, man nichts Brennbares dabei hat, ist es sowieso egal, ob man von den Keys getroffen wird oder nicht. Und da können wir auch die einfach so lassen, wie sie sind. So, solchen Sachen zum Beispiel. Ist immer ärgerlich, wenn man dann ein Holzschild auf dem Rücken trägt und dann ist der weg, wenn sowas passiert. So, du gehst mit mir vorbei. Dankeschön. Climb. Und hier hoch. So, hier haben wir ein paar Bomben. Okay. Dann. Autsch. Könnte ich jetzt den Sprung da oben machen? Oder ich kann es mir auch einfach einfacher machen. Zack. Ein Spirit Temple Schlüssel, ein weiterer. Okay. So, Abkürzung aktivieren. Dann auf zur Brücke. Ja, da sind wir durch den Dungeon schon fast durch. The Dongos Cavern ist so schön kurz, wenn man die ganzen Hinterecken mit den Exalfos einfach überspringen kann. Hm. Die Bombe ist irgendwie nicht so ganz nach unten gefallen. Und die Bombe ist irgendwie nicht im Auge gelandet. Frag mich nicht wie. Aber irgendwie hat es geschafft. Okay, hier haben wir nochmal ein Triforce-Teil gefunden. So, würdest du jetzt bitte in dem Auge landen? Das Auge aktivieren. Danke. Sehr nett. So, fehlt hier nur noch eine Skulptur, eine Schatztruhe und der Boss. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ist der Boss einfach das Spirit Medallion, glaube ich. Ich meine, wir hatten das Shadow Medallion. Dann kämen wir nämlich zu Ganon ins Schloss rein. Und damit hätten wir dann nochmal einiges an Checks frei. Ich sag einiges, ein paar. Wir hätten ein paar weitere Checks. Also viele wären es tatsächlich nicht, weil wir keine Goldhandschuhe haben und keine Schlüssel und ich glaube auch so einiges noch nicht, was wir theoretisch bräuchten. So, unser nächstes Triforce-Teil. Wie gesagt, jetzt finden wir mal endlich ein paar. Diese Folge war gut, was Triforce-Teile anging. Und etwas weniger, was Progression-Items angeht, im Gegensatz zur letzten Folge. Aber ich meine, es war auch schwierig, die erste Folge mit dem ganzen Kram, den wir da gefunden haben, zu toppen. Auch wenn diese Folge immer noch nicht schlecht war, was Progression angeht, nur halt noch minimal weniger gut als beim letzten Mal. So, also diesen schönen Block hier schieben, den schönen Block hier ziehen und dann den schönen Block wieder schieben. Ich hasse die Feuerfledermäuse so sehr. Die nerven einfach nur. Ist ja nicht so, als würden sie wirklich großartig Schaden machen oder so. Sind wirklich einfach nervig, die Mistviecher. So, hier finden wir in der letzten Kiste noch unsere 19. goldene Skulptur. Das hat weniger gut funktioniert, als ich wollte. So, dann haken wir eben auch den ganzen Dungeon ab. Versuchen wir herausfinden, was wir eigentlich dafür kriegen. Oh, Treffer Nummer 1. Ja, roll du mal schön.
So, damit ist Königsdunkel auch erledigt. Wie immer ein enorm schwieriger Kampf. Wie habe ich den nur überlebt? Fragen, die sich jeder stellt. Wie hat Kevin es geschafft, König Dongodongo zu besiegen? Schwerste Boss im Spiel. Ich weiß immer noch nicht, warum das Boss Nummer 2 ist. Ich persönlich halte den für einfacher als Queen Goma. Ich meine, ich kann mich irren, aber so meine Einschätzung. Okay, wir haben hier noch einen Kompass. Den nehmen wir einfach mal mit. Für Bottom of the Well, ganz was Nützliches. Und haben damit dann unseren zweiten Dungeon abgeschlossen. Läuft, würde ich mal behaupten. Und kriegen dafür den Kokiri Emerald. Das ist jetzt weniger nützlich. Aber dafür setzt mich das Spiel am Tag hier unten ab. Und damit können wir dann zu Anju runter und zur Shooting Gallery runter. Von da passt das eigentlich alles. Wenn wir jetzt noch eine einzige goldene Skulptula mehr hätten, ne, dann könnten wir eben noch das Triforce-Teil von den Skulpturas abholen. Das wäre noch besser. Manchmal, aber nur manchmal, sieht es wirklich so aus, als würde ich damit Absicht machen. Okay, hey, gib mir mal das Triforce-Teil. Danke. Und damit, dass wir jetzt die Hälfte aller Triforce-Teile gesammelt haben in diesem Seed, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann doch mal den geplanten Weg hinauf auf den Todesberg machen werden und hier einfach mal schauen, was wir noch an Progression finden, oder wenn wir keine Progression finden, werden wir wohl zu den Gerudos rübergehen und denen mal einen Besuch abstatten. Bis dahin. Aloha.